Rudi Assauer, früher gefeierter Fußballmacho, heute Diagnose Alzheimer. Gibt es wirklich keine wirksamen Medikamente, keine Chance auf Heilung? Da trifft es einen Promi wie den ehemaligen Fußballmanager Rudi Assauer. Und schon ist das Thema in aller Munde. Alzheimer, die häufigste Form der Demenz. Rund 700.000 Patienten leiden derzeit in Deutschland daran. Tendenz steigend, weil es vor allem alte Menschen erwischt. Und deren Anteil an der Gesamtbevölkerung steigt stetig. Was für Patienten und vor allem für die Angehörigen ein furchtbarer Schicksalsschlag ist, das ist für die Pharmaindustrie ein Wachstumsmarkt. Das alleine wäre nicht verwerflich, wenn die Medikamente halten würden, was sie versprechen. Tun sie aber nicht, jedenfalls nicht immer, wie Monika Antes und Gottlob Schober herausgefunden haben. Alfons Kees ist schwer an Demenz erkrankt. Anfangs hatte seine Frau Christa noch die Hoffnung, dass ihm die vom Arzt verschriebenen Medikamente helfen können. Da hat er sofort Medikamente gegeben und wir sollten 2 Stück morgens und mittags eine nehmen. Nach der Diagnose Medikamente nehmen. Das propagieren viele Pharmafirmen im Internet. Zum Beispiel die Firma Merz mit ihrer Seite alzheimerinfo.de. Hier finden wir ein Informationsvideo. Die Spielhandlung suggeriert dem Zuschauer, dass es wichtig ist, schnell Medikamente zu nehmen. Vor allen Dingen sollte er direkt antidementiv behandelt werden. Ein Glück, dass du ihn mir so früh geschickt hast. Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön, was der Eindruck, mit Medikamenten ist fast ein normales Leben möglich. Mit der Einnahme des Alzheimer-Medikamentes und vor allen Dingen der geduldigen und liebevollen Unterstützung seiner Frau hat sich sein Zustand im Großen und Ganzen gehalten. So hat es Christa Kees leider nicht erlebt. Bei ihrem Mann konnte sie keine positiven Effekte durch das Alzheimer-Medikament feststellen. 6 Jahre habe er es bekommen, jetzt wurde es abgesetzt. Die haben nicht das gebracht, was ich mir von einem Medikament versprochen habe. Wie passt das zur Aussage des Videos, der Zustand halte sich im Großen und Ganzen? Das wollen wir von Wolfgang Becker-Brüser wissen. Wir bitten den unabhängigen Arzneimittelexperten um eine Einschätzung. Letztendlich sind solche Filme pure Desinformation, sind reines Firmenmarketing. Sie haben mit Wissenschaft nichts zu tun. Der Einsatz von Medikamenten im Kampf gegen Alzheimer wird im Internet von vielen Firmen angepriesen. Gut eine Handvoll Medikamente gibt es auf dem Markt. Können sie den Patienten tatsächlich helfen? Pharmaunternehmen sind davon überzeugt, wie zum Beispiel Merz. Das Unternehmen erklärt auf unsere Nachfrage, es gäbe anerkannte klinische Studien, die die Wirksamkeit und den Nutzen von ihrem Alzheimer-Medikament belegen. Die Präparate sollen vor allem die Hirnleistung steigern. Wolfgang Becker-Prüser hat alle relevanten Untersuchungen dazu ausgewertet. Sie überzeugen ihn nicht. Die zeigen in einigen Studien scheinbar positive Effekte. Aber der Mensch muss ja wirklich davon profitieren. Der Patient profitiert nicht in den ihm wichtigen Situationen. Es geht ja darum, den Verlauf der Erkrankung zu verlangsamen oder vielleicht sogar zu stoppen. Und es geht auf jeden Fall darum, Heimeinweisungen beispielsweise zu verhindern. Und das ist durch Studien für diese Mittel nicht hinreichend belegt. Fakt ist, bisher können all diese Mittel Alzheimer nicht heilen, sondern nur bei einigen Patienten Symptome lindern und den Krankheitsverlauf verzögern. Die Wirkung ist, wenn überhaupt, so dürftig, dass ich meine, dass man die unerwünschten Wirkungen nicht in Kauf nehmen sollte. Was sind denn die unerwünschten Wirkungen? Die unerwünschten Wirkungen können sehr vielfältig sein. Beispielsweise kann Harninkontinenz zunehmen, was fehlgedeutet wird als verstärkende Demenz. Es kann zu Schwindel kommen, das wiederum als Risiko bedeutet, es kann Fallneigung kann zunehmen, die Menschen können stürzen, vielleicht sich sogar die Knochen brechen. Und dennoch werden Medikamente schnell und häufig verschrieben, so wie im Fall der inzwischen verstorbenen Charlotte Schäfer. Ihr Mann Herbert erinnert sich noch genau an den ersten Besuch beim Arzt. Er drehte sich um, öffnete seinen Schrank und raus fielen so ungefähr, schätze ich mal, 200, 300 Probepackungen eines ganz bestimmten Alzheimer-Medikaments. Von dem gab er uns 2 volle Hände. Als sich Herbert Schäfer weigert, seiner Frau die Medikamente zu geben, wird er unter Druck gesetzt. Wir sind regelrecht bedroht worden mit dem Hinweis, dass man meine Weigerung, meiner Frau das Medikament zu geben, der Kasse melden wollte. Meine Frau müsse dieses Medikament dringend haben.
Herbert Schäfer sollte Recht behalten. Seine Frau wurde damals falsch diagnostiziert, litt gar nicht unter Alzheimer. Cleveland, Ohio. Hier treffen wir den international anerkannten Alzheimer-Forscher Professor Peter Whitehouse. Seit den 80er Jahren hat der Amerikaner auch an der Entwicklung von Alzheimer-Medikamenten mitgearbeitet. Heute zieht er eine vernichtende Bilanz. Ich glaube nicht an einen stichhaltigen wissenschaftlichen Beleg, dass es etwas bringt, die jetzigen Alzheimer-Medikamente früh zu nehmen. Das hilft niemandem, außer denen, die sie verschreiben, und den Pharmafirmen, die sie verkaufen. Ist die Alzheimer-Forschung in der Sackgasse? Noch immer keine Chance auf Heilung. Dazu kommt, selbst die Grundannahme, wonach Eiweißablagerungen im Gehirn, die sogenannten Plaques, die Krankheit verursachen, wird immer öfter in Zweifel gezogen. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass Menschen Plaques im Gehirn und dennoch keine Gedächtnisprobleme haben. Wir sind uns also gar nicht sicher, was die Alzheimer-Erkrankung tatsächlich ist. Zurück zu Christa Kees. Durch die Erfahrungen mit der Krankheit ihres Mannes ist sie inzwischen von Medikamenten nicht mehr überzeugt. Ich würde keine Medikamente nehmen. Ich würde die Betreuerin bitten, mit mir Zeitung zu lesen, Gedichte zu lernen und vielleicht Französisch-Vokabel abzuhören, weil Französisch meine Lieblingssprache ist. Nicht nur für sie die beste Therapie bei Alzheimer. Gedächtnistraining und eine liebevolle Betreuung. Rose, die ich an dich verschenke.